Worum alles in dieser Welt steckt diese Kamala Harris? Es ist mehr als eine Woche her, dass Präsident Biden uns sagte, dass sie die Krise an unserer südlichen Grenze anführen würde. Und doch ist sie nicht in die Region gegangen. Sie hat keine Pressekonferenz abgehalten und die Reaktion der Biden-Administration auf diese humanitäre Krise ist einfacher Wohl. Von allen, ausgerechnet CNN, berichtet, dass die Vizepräsidentin mit einer anderen Krise beschäftigt ist. Die Renovierungsarbeiten in der Vizepräsidentenvilla liegen hinter dem Zeitplan zurück und sie ist, Zitat, frustriert und genervt aus einem Koffer im Blair House zu leben, dass eine andere Villa auf der anderen Seite der Stadt ist. Ihr Koffer ist also schon gepackt. Warum verlässt sie nicht einfach ihre Villa und besucht die Kinder, die ohne saubere Kleidung an der Grenze in Elend leben? Haben Sie Pläne, die Grenze zu besuchen? Nicht heute. Aber habe ich schon und ich bin sicher, werde ich auch wieder. Zu mir gesellt sich jetzt Kayleigh McEnany, ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses und Nachrichtenanalyst für Fox. Willkommen in der Show, Kayleigh, und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Job. Wir sind so stolz, Sie als Teil der Familie zu haben. Vielen Dank. Lassen Sie uns darüber sprechen, denn sie ist definitiv erwohl. All diese Verwirrung über ihren Job und was sie tut und wie sie sich verändert, ich habe das Gefühl, dass sie versucht, sich zu distanzieren, vielleicht ihre Hände von dieser ganzen Sache freizuwaschen, weil sie weiß, dass dies nirgendwo hingeht und es echt übel ist? Rachel, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich meine, schauen Sie, uns wurde vor einer Woche von Präsident Biden gesagt, dass, Zitat, die qualifizierteste Person, die am besten qualifiziert ist, um die Flut der illegalen Einwanderung an unserer südlichen Grenze einzudämmen, Vizepräsidentin Kamala Harris ist. Hier stehen wir nun eine Woche später und plötzlich scheint sie dieses Problem an Joe Biden zurückgeworfen zu haben, nachdem die Schlagzeilen, wie die von der Politik herausgekommen sind, dass Joe Biden Kamala Harris eine Granate, eine politische Granate, überreicht hat. Sie warf diese Granate direkt zurück zu ihm, denn für Kamala Harris ging es darum, breiten Grad ohne Schuld zu haben. Was ich meine, ist der Spielraum, um auf ausländische Führer zuzugehen, ohne die Schuld zu akzeptieren, wenn die schlecht beratende Biden-Politik oder das Fehlen eines Plans im Süden geht, wie es bereits der Fall ist. Und man muss sich fragen, ob sie tatsächlich mit diesen führenden Personen spricht, denn der Präsident von Mexiko ist nicht glücklich mit dem, was passiert ist. Er mochte wirklich die Art und Weise, wie Donald Trump es tat, und er kooperierte mit dem Land, um die Flut von Menschen aus Mittelamerika einzudämmen. Ich meine, sie kamen nicht, weil sie nicht in Mexiko stecken bleiben wollten. Es war eine brillante Politik. Es war eine brillante Politik, genau. Und sie waren ungewöhnlich verbündet, der mexikanische Präsident und Präsident Trump. Und ich sage ungewöhnlich, da sie an verschiedenen Enden des politischen Spektrums waren, aber eine große Partnerschaft hatten, um diese Krise an der Südgrenze zu stoppen und die illegale Einwanderung zu verhindern. Und dann haben sie Joe Biden bekommen und der mexikanische Präsident hat zu Recht gesagt, dass dies der Migrant-Präsident ist, dass er verantwortlich ist und die Schuld verdient für das, was an der südlichen Grenze passiert. Ich paraphrasiere ihn, aber das ist im Wesentlichen das, was er gesagt hat, weil er die großartige Arbeit gesehen hat, die mit den Abkommen geleistet werden kann, die wir mit den Ländern des nördlichen Dreiecks und der Trump-Verwaltung gemacht haben. Welche Joe Biden aus welchem Grund auch immer zerrissen hat und Anreiz dafür waren, was wir jetzt sehen, was nicht menschlich ist. Es gab ein Video, das Fox gerade von zwei jungen Mädchen, einer Dreijährigen und einer Fünfjährigen, das die Grenzpatrouille herausgab und Fox ausstrahlte. Sie wurden in der New Mexico-Wüste zurückgelassen, nachdem sie über eine 14-Fuß-Barriere fallen gelassen wurden. Das ist unmenschlich, es ist traurig und es wurde von Joe Biden und Kamala Harris angereizt. Ja, es gab auch ein kleines 9-jähriges Mädchen, das ertrunken war. Es ist einfach so herzzerreißend. Ebenso herzzerreißend ist die Situation in San Diego, wo wir Eltern haben, die seit einem Jahr keinen persönlichen Unterricht für ihre Kinder an der Schule hatten. Und dann erfahren sie, dass ihre Lehrer freiwillig hinabgehen, um persönlich an der Grenze zu unterrichten. Es ist seltsam, weil der Grund, warum sie sagten, dass sie die Kinder nicht in San Diego unterrichten würden, war, weil sie sagten, dass sie sich nicht sicher fühlten. Aber die Covid-Raten sind bei den Grenzkindern höher. Ja, das ist richtig. Und in der Tat, in dieser San Diego-Anlage gab es etwa 700 Kinder dort, von denen 82 positiv auf Covid getestet wurden. Das ist ungefähr einer von 8 Tests positiv auf Covid. Und sie haben Lehrer, die sich freiwillig melden, um dort persönlich hinzugehen. Aber dennoch wissen wir in diesen vollkommen sicheren Schulen, dass sie oft Distancing verwenden, diese Protokolle an Ort und Stelle haben, die die CDC herausgibt, Richtlinien zurück in der Trump-Administration. Und diese Schulen wurden mit Geld und Technologie ausgestattet und Möglichkeiten gegeben, unsere Kinder sicher zu halten. Und wir wissen, dass es kein Superspreader-Event sind. Aber da gehen sie nicht hin und lehren unsere Kinder. Obwohl sie sich freiwillig engagieren, um an einen Ort zu gehen, an dem jede 8. illegale Einwandererperson positiv auf Covid getestet wurde. Es ist eine Riesendiskrepanz. Ja, es ist interessant. Die Ironie, heute ist übrigens Cesar Chavez-Tag, ein sehr berühmter Arbeiteraktivist, der verstorben ist, aber heute ist sein Tag. Es gibt tatsächlich eine Büste von Cesar Chavez im Biden Oval Office und heute ging Joe, um das zu feiern. Aber es ist so eine Sache, weil Cesar Chavez ein Arbeiteraktivist war.
Er war eigentlich sehr gegen offene Grenzen. Er schickte Leute an die Grenze, auch sich selbst. Er ging hinab, um zu versuchen, sie zu blockieren. Ich denke, wenn Cesar Chavez heute am Leben wäre, wäre er hundertprozentig gegen das, was die beiden Administrationen macht. Ich denke, er würde die Arbeiteraktivisten bringen, die wissen, dass ihre Arbeitsplätze zu niedrigen Löhnen werden, wegen all dieses Zustimmens von Menschen aus Süd- und Mittelamerika. Ich denke, er würde dort unten sein und versuchen, die Grenzen zu schließen. Ja, es ist ein wirklich großartiger Punkt. Ich meine, wir wussten, wo er zu diesem Thema stand. Und Sie müssen sich fragen, jemand, der so eifrig gegen illegale Einwanderung war, weil es die amerikanischen Arbeiter, besonders einkommensschwache Arbeiter hier in den Vereinigten Staaten, leiden lassen würde, jemand, der in diesem Punkt so inbrünstig war, wie würde er sich inmitten einer globalen Pandemie fühlen, als Sie Trump als Präsidenten hatten, der sagte, ich werde H-1B-Visa und nichtlandwirtschaftliche Leiharbeiter stoppen, einzureisen, weil wir die amerikanischen Arbeiter inmitten einer globalen Pandemie mit Lockdown schützen müssen. Ziemlich sicher wäre Chavez auf dieser Seite gewesen. Absolut. Toll, Kelly, Sie haben immer viel mitzuteilen, weil Sie so viel Erfahrung aus Ihren Weißen Haustagen haben. Wir sind so glücklich, Sie in unserer Familie zu haben. Danke, Rachel.